Schlag den Besten wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Schlag den Besten. Und hier ist Ihr Gastgeber, Elton. Heute mit Koffer. So, hallo, herzlich willkommen hier bei Schlag den Besten bei RTL. Hier ist das Staffelfinale von Schlag den Besten. Heute haben noch einmal 10 Promis und ein amtierender Sieger die Chance, der absolut Beste oder Bester zu werden. Heute gibt es noch einmal 10 Spiele, jedes 10.000 Euro wert. Und heute gibt es natürlich auch das Finalspiel um den 100.000 Euro Jackpot. Und die letzten Promis, die es jetzt versuchen wollen, die stehen schon bereit. Wir begrüßen heute TV-Star Evelyn Bordecki. Schauspielerin Lola Schweiger. Model, Juror und Nuklearökologe Jorge González. Fußball-Weltmeister Kevin Großkreuz. Tokio der Trommler Gustav Schäfer. GZSZ-Star Jörn Schlünpunkt. Kampf der Reality-Stars-Sieger Serkan Yavuz. Ninja Warrior-Veteran Moritz Hans. Und Rapper und Schauspieler Echo Fresh. Herzlich willkommen! Das sind sie, unsere 10 Promis. Und nichts geändert hat sich natürlich unsere Kommentatorenposition. Das wird wie immer heute machen Frank Buschmann. Herzlich willkommen! Ja, ja, kriegt euch wieder ein. Kriegt euch wieder ein. Schönen guten Abend auch von dieser Stelle. Eins vorneweg. Den ersten Finalisten um die 100.000 Euro heute gegen Ende der Show haben wir schon. Das ist Mimi Kraus. Ich will da gar nicht viel zu erklären. Es können ihn nicht mehr zwei Leute in dieser einen Show überholen. Aber der zweite Finalteilnehmer, / Finalteilnehmerin, ist noch offen. René Caselli, 4 Siege. Aus dem Haufen da oben kann das einer toppen. Ob ich es denen zutraue? Ich bin mir noch nicht ganz... Ja, also doch, da sind ja auch einige dabei, die Willenskraft haben, aber auch sportlich gut drauf sind. Der Modus hat sich auch natürlich in der Staffelshow, im Staffelfinale hier nicht geändert. Wir spielen natürlich 1 gegen 1 um 10.000 Euro pro Spiel. Der Sieger eines Spiels kann dann weiterspielen und sich dann den nächsten Gegner aussuchen. Der Verlierer, der geht erstmal in die Losers Lounge, hat aber natürlich wieder die Chance zurückzukommen. Da kommt das Studiopublikum dann gleich ins Spiel. Ab dem zweiten Sieg, also wenn man 20.000 Euro hat, dann darf man sich das Geld gerne auszahlen lassen, muss dann aber auch gehen und ist nicht mehr in dieser Show dabei. Wenn das passiert, dann, wie gesagt, wählt unser Studiopublikum ein zurück aus der Losers Lounge und er darf wieder spielen mit mir. Die beiden Promis mit den meisten Siegen aus allen Shows spielen heute nach dem 10. Spiel das Finale und da geht es um 100.000 Euro. Wie es im Moment aussieht, der Zwischenstand hat Buschi gerade eben schon sehr schön erklärt. Mimi Kraus hat 8 Siege und tatsächlich auch schon 80.000 Euro erspielt, die er tatsächlich safe hat. Da können natürlich dann noch die 100.000 zusätzlich draufkommen. Und Buschi hat es auch schon gesagt, den kann im Prinzip keiner mehr schlagen. Also Mimi steht auf jeden Fall im Finale. René Caselli, 4 Siege und noch kein Cent gewonnen. Das kann hier natürlich nämlich auch passieren, dass man ja bis zum 5. Spiel kommt, dann alles verliert, aber trotzdem dann im Finale steht. Heute braucht man also mindestens 4 Siege, um mit René Caselli gleichzuziehen. Dann kommen wir zu einem Stechen. Und ich gehe mal kurz rüber zu unseren beiden. Die sitzen da nämlich Mimi Kraus und René. Moin.
Mimi, du kannst das eigentlich komplett genießen. Es fehlt eigentlich für dich eine Kiste Bier und eine Tüte Chips, weil du bist auf jeden Fall im Finale. Was erwartest du eventuell im Finale? Hast du eine Idee, was wir da vielleicht machen? Nein, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was da auf mich zukommt im Finale. Aber ich glaube nicht, dass irgendwas mit Sport zu tun hat. Meinst du nicht? Nein, ich lach schon. Gut. Und René, ja, du hast eine ganz doofe Position hier. Man sagt ja, vier Siege ist total super, aber du kannst überhaupt rein gar nichts mehr unternehmen, um ins Finale zu kommen. Du kannst eigentlich nur zittern. Nur zittern. Ich konnte schon die ganze Nacht nicht schlafen. Und wie du es gerade gesagt hast, man hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Man muss jetzt hoffen, dass die anderen, sag ich mal, schlechter sind oder die Kohle nehmen wollen und sagen, hier, nach drei Siegen höre ich auf. Aber so ein Duell gegen Mimi wäre schon geil. Ich bin gespannt. Der Erste, der jetzt noch ein paar Siege holen kann, der hat ja schon einen Sieg auf dem Konto, muss gleich aber auch spielen. Hier ist der Sieger aus der letzten Show, Matthias Steiner. Ja, komm. Matthias Steiner. Dankeschön. Und natürlich haben alle letzte Woche diese Show gesehen und wissen, was passiert ist. Darum erstmal meine Frage, Matthias, wie geht es dir körperlich? Ja, eine Woche ist vergangen, man sieht immer noch ein bisschen was. Aber alles okay, also der Arm ist noch leicht geschwollen, ist eine Ader geplatzt, aber das ist harmlos. Ich habe genug Adern im Körper, ja. Die übernehmen das. Und bei dir geht es ja, das sieht relativ okay noch aus. Du hast aber im letzten Spiel gegen Axel Stein gespielt. Mhm. Und der ist da ordentlich, man muss es so sagen, auf die Fresse gefallen. Wir haben natürlich, wir gucken uns das gerne, das heißt gerne, aber wir gucken uns das nochmal an. Er rennt zum Buzzer und knallt mit dem Kopf direkt auf den Studioboden. So sah er dann da aus, hat aber weitergespielt und dann im letzten Spiel, sieht man gerade hier, hat dann Matthias doch noch den Axel geschlagen und darum steht er heute hier. Liebe Grüße an Axel natürlich, dass der noch durchgezogen hat und dem geht es natürlich auch super. Ja, 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 das ist ja mein erstes Filmidol, ne? Das waren ja Bildungsfilme damals, die er gedreht hat. Feuer, Eis und Dosen, so meinst du? Ja, genau meine Generation. Jetzt geht es aber tatsächlich mit den Spielen hier los, mit der Show. 10.000 Euro hast du schon, ein Sieg. Würde ich aber nehmen und gehen, ja? Nein, eben nicht. Das ist es ja, das habe ich ja gerade erzählt. Mindestens zwei Spiele musst du gewinnen, um zu sagen, ich gehe. Mhm. Ich weiß aber, ich kenne dich, du wirst, solange es geht, wahrscheinlich spielen. Schauen wir erst einmal. Du kennst meinen Kontostand nicht. Dein privaten meinst du? Nee, den kenne ich nicht. Ja. Deswegen gucken wir einfach mal. Also 10.000 sicher. Du musst spielen, und zwar dieses Spiel. Hier ist Spiel Nummer 1. Zahnbürste heißt das Spiel. Ein Geschicklichkeitsspiel. Ihr müsst eine Zahnbürste mit einer Baseball-Cappy transportieren. Heißt also, nur grob erklärt, Baseball-Cap aufsitzen, nur mit dem Schirm vorne die Zahnbürste nehmen, umdrehen und wieder absetzen. Keine Hände benutzen, nur das Käppi. Was muss denn, ja, macht man ja zu Hause so, ne? Also ich mach's tagtäglich. Ich habe ja auch vier Bäder, da muss man halt immer mal. Gut, ich brauche gar nicht groß nachfragen, ich muss ja machen. Du musst es auf jeden Aber Fall spielen. Aber die liegt drauf, natürlich nicht mit dem Kopf vorne, wäre sinnlos, ne? Wie du die denn im Prinzip transportieren möchtest, es darf nur keine Hand benutzt werden. Du musst halt mit dem. Ach, die muss man auch schon rausholen mit der Cappy. Schon rausholen mit der Cappy. Wie soll das gehen? Und auch nicht in den Mund nehmen. Es geht. Das Glas darf man aber drauf kippen. Nein. Matthias, ein kleiner Tipp, wenn du jetzt zu viel diskutierst und schon alle Möglichkeiten durchgehst, verrätst du deiner Gegnerin, deinem Gegner eventuell was. Ne? Ja, jetzt aber er muss es ja auch ein bisschen verstehen. Müssen jetzt alle zuhören. Vielleicht hören gar nicht alle zu. Also alles muss mit dem Käppi gemacht, rausgeholt werden und wieder ins Glas gepackt werden. Okay. Es geht. Es geht. Gut. Ist da Zahnpasta drauf? Nein. Dann wird es leichter gehen. Das heißt, ich muss mir jetzt diese schönen Menschen hier ansehen. Ja. Also wenn ich nach der Optik gehe, würde ich alle nehmen. Also, Moritz Hans auf jeden Fall, Ninja Warrior. Weiß ich nicht, ob das hier geschickmäßig, ob man da Kraft unbedingt braucht, aber Ninja Warrior sind ja alle geschickt. Roche González ist da. Wahnsinniges Körpergefühl. Koch ist sowieso, der kann auf der Zahnbürste tanzen. Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Du musst einen Tollpatsch rausfinden.
Buschi. Ich kann das so gut, ich mach's jeden Abend zu Hause. Nimm mich bloß nicht. Gustav, du möchtest, oder? Gustav sieht man sonst in keiner Show. Deswegen sind wir froh. Was denn jetzt? Ach, hast du gewählt? Aber ich unterschätze dich jetzt nicht, im Gegenteil. Ich wollte dich eigentlich abziehen. Genau dieses Spiel ist nicht mein. Ja, frag mich mal. Aber das weißt du doch gar nicht. Hallöchen. Hallo. So, also, Matthias ist hier rot, Evelyn ist hier blau. Mhm. Ihr müsst, noch nichts anfassen, erstmal zuhören. Ihr müsst mit dem Schirm der Cappy die Zahnbürsten aus einem Becher aufnehmen und in den Zielbecher wieder ablegen. Wie soll das funktionieren? Fällt eine Zahnbürste runter, müsst ihr die Zahnbürste erst wieder in den Startbecher stecken und mit dieser Zahnbürste dann weiterspielen. Wer als erster 5 Zahnbürsten in den 5 Zielbechern stehen hat... Scheiße. Sorry, ey. Sorry, wirklich. Wirklich? Ihr habt euch die falsche ausgesucht. Es ist wirklich. Oh Gott. Also. Oh mein Gott. Wir wussten ja, wer hier ungefähr sein wird. Deswegen haben wir von Anfang an kein Glas genommen. Ja, das ist schon mal gut. Hörst du jetzt gefälligst mal zu? Was habe ich denn bis jetzt erklärt? Die bitte? Ja. Was meinst du? Wer als erster bzw. erste 5 Zahnbürsten in den 5 Zielbechern stehen hat, gewinnt den Durchgang. Wer als erste 3 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Also kurz erklärt, mit dem Schirm der Cappy von hier nach hier immer einzeln. Es dürfen nicht 2 Zahnbürsten in einem Becher sein, sondern immer eine Bürste in einem Becher. Wenn es runterfällt, darf man selber aufheben. Dann darfst du die Hand nehmen natürlich. Aufheben. Und aber wieder in den Startbecher stellen und wieder weitermachen. Elton, ich habe wirklich eine ernsthafte Frage. Ich glaube, ich spreche hier gerade auch für alle, auch für das Publikum. Wie zur Hölle soll ich mit dieser Cappy eine Zahnbürste rausziehen? Das geht ohne Scheiß. Weißt du, wie das geht? Ja, das geht ganz einfach. Also du ziehst aber die Cappy an. Natürlich ziehst du die Cappy an. Du ziehst die Cappy an, Moment, also du ziehst sie an, dann gehst du zur Zahnbürste und versuchst mit der Cappy die Zahnbürste rauszuholen. Pass auf, zieh doch dann schon trägst mal. Du sie und legst sie hin. Also zieh doch schon mal das Cappy auf den Kopf sein. Ja. Ja, das muss auf dem Kopf sein. Nicht schon so. Wie so, jetzt, wie, ach so? Hier musst du schon. Ach, das geht auch so, schau mal. Ja. Nein, aufsetzen. Nichts in den Mund aufsetzen. Du fängst auch hier am besten an. Hier stehen. So. Unfassbar, wie soll das gehen? Es geht ganz... Hallo? Nee, ich möchte nur mal gucken. Ich stehe wirklich auf dem Schlauch. Sekunde. Das sieht schon mal gut aus. Ja, Alter. Das sieht schon mal gut aus. Also, so darf ich mal? Ich habe die abgekriegt. Elton, ganz kurz. Elton. Bitte. Jetzt möchte ich mal Spielverderber spielen. Es geht um 10.000 Euro. Wir machen hier keinen Ringelpiez mit Anfassen. Die Dschungelkönigin 2019 gegen den Olympiasieger im Gewichtheben 2008. Evelyn Burdecki gegen Matthias Steiner. Wir fangen an. Ich habe das Spiel erklärt, wie ihr das jetzt macht. Ihr kriegt es mit Sicherheit raus. Das ist ja wirklich eine Scheiße. Auf die Plätze, fertig, los. Jetzt oder wie? Ja, jetzt. Los heißt, es geht los. Oh, ist das geil. So, das ganze Palaver überflüssig vorher. Das ganze Palaver war überflüssig. So, Matthias hat sich das jetzt abgeschaut von Evelyn. Und jetzt haben beide, das können wir an dieser Stelle schon verraten, die Technik raus. Die Frage ist nur, wie sicher transportieren Sie das jetzt? So, und er war jetzt schneller und übernimmt die Führung, Matthias Steiner. Er hat sich das abgeschaut, aber das ist ja nicht verboten. Und das machen beide übrigens jetzt sehr, sehr gut. Sehr gut. Wer gewinnt diesen ersten Durchgang? Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Burdecki ist knapp vorn. Burdecki ist knapp vorn. Aber jetzt ist Steiner und er verliert die Zahnbürste. Und Evelyn Burdecki holt den ersten Durchgang. Elton, hallo. Moment. Ja.
Man muss 3 Durchgänge gewinnen. Wirklich? Nee, oder bitte, ey. Ja, du hast mir ja nicht zugehört. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Nee, oder? Ja. Du bist jetzt kaputt, weil du dich zu sehr gefreut hast, ne? Scheiße, und jetzt? Beide, 1-0 steht es. Die werden ja, einfach... Boah, ich hab so Herzklopfen, gewonnen. Ich kann nicht mehr meine Hände zittern. Einfach wieder... Oh, nee. So, also wir spielen hier den Modus Best of 5. Wer 3 Durchgänge gewinnt, gewinnt das Spiel. Oh, was ist mit dieser Frau los? Das ist eine Frauensache. Dankeschön. Also, du führst im Moment gegen einen Olympiasieger, by the way. Ja, im Zahnbürsten tragen. Mamma mia. Ihr seid 1-0 Burdecki. So. Die Sonne ist immer gut, ne, für die Konzentration. Offene Sonne. Elton, starte bitte das Spiel. Ja. So. Los. Och nee, ne? Evelyn. Juhu. Das gibt's gar nicht. Die hat's raus. Das ist erlaubt. Ja. Aber jetzt ist Steiner knapp vorn. Das wird wieder eine enge Geschichte, ganz sicher. Beide haben das richtig gut raus. Technik sitzt. Scheiße, Elton, helf mir. Nein. Ach so, da. Ja, aber... Nee. Erst den dann nehmen. Ich glaub, der darf die richtig hinnehmen. Ja, aber da ist ja noch eine, die richtig steht. So, das wird Steiner für sich entscheiden. Wenn die Zahnbürste nicht fällt, 1-1. 1-1. Ein Schluck Wasser. Die Zahnbürste war schuld. Aber mal an dieser Stelle an beide Probanden hier. Das ist richtig groß, wie ihr das macht, wirklich. Da fällt fast keine Zahnbürste. Oh. Klasse. Ah. Das ist wirklich wie eine Stunde joggen gehen. Das ist so schlimm. So, Elton, aufstellen und weiterspielen. Ja, ich bin doch schon dabei, Buschi. Du sitzt den ganzen Abend da oben. Gut, ich muss mich auch mehr bewegen als du, aber... Ich kann mich an keine Trainingseinheit erinnern, die so anstrengend war. Ja, das ist Kniearbeit, ne? Das geht hier, muss alles anspannen. Hallo, hallo. Der hat mir vor der Sendung... Ja. Noch nicht. Er hat mir vor der Sendung... Vielleicht kriegen wir sie so ruhig. Er hat mir vor der Sendung noch erklärt, wie gesund seine Knie sind, obwohl der Tausende von Kilos gestoßen und gerissen hat. Guck dir das mal an. Oh, ja. Guck dir das mal an. Lächerlich. Nein, Gewichtheben ist eine gesunde Sportart. Gut. Das stimmt. Ihr seid wieder bereit? Ja, Moment. Evelyn, du auch? Jo. Los. So, wer geht 2-1? Oh Mensch, das ist doch ein Pech hier für mich. Wer geht 2-1 in Führung? Im Moment erste Zahnbürste drin von Steiner, aber Burdecki zieht sofort nach. Ja. Ja, sie ist mit zu vielen Nebengeräuschen beschäftigt und so ist er knapp vorn. Das ist aber noch nicht entschieden. Das haben wir vorhin erlebt, dass ich das schnell drehen kann. Aber Steiner hat die Kurve jetzt richtig raus. Und nur für den Hinterkopf. Steiner... Von Anfang an natürlich mit der Absicht, hier heute Abend mindestens 4 Siege, also 3. Einen hat er ja zum Ende der letzten Woche eingesammelt. Und er führt mit 2-1. Die war noch spielbar. Oh, er hat gewonnen, ne? Noch 2-1, ein muss dann noch. Das ist ja toll. Ich glaub, du hättest dann hätte ich mich schon gefreut. Ja, ich wollte schon herzlichen alles dabei, es ist noch alles möglich. Alles, aber kannst du ruhig. Ja. Sag euch herzlichen Glückwunsch. Und du hast ja auch schon einen Punkt. Also, wenn du jetzt gewinnst, steht 2-2 und wir müssen einen letzten Durchgang spielen. Das sieht richtig dämlich aus. Nee, das sieht sogar ganz gut aus, was ihr da macht. Sieht wirklich wie gut machst aus. Du das denn? Genauso wie du, Evelyn, nur etwas schneller. Ja, aber sie macht nochmal, nicht falsch verstehen. Ich habe gerade 2 Teller Pasta gehabt. Mach mal die Mütze ganz gerade, Evelyn, mach die Mütze ganz gerade so. Aber wo sind die hin? So. Dankeschön für den. Gerne. Tipp. So, Elton, aufstellen, weiterspielen, komm. Zack, zack, komm, hopp, hopp. So, alle wieder auf die... Okay, ja. Burdecki muss diesen Durchgang gewinnen, um im Spiel zu bleiben. Sie muss den Durchgang für sich entscheiden. Ihr seid bereit? Ja. Los! Sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt muss sie nur aufpassen, dass die Zahnbürste nicht fällt. Und die muss sie jetzt zurück. Die musst du selber mitnehmen. Ist das die Vorentscheidung? Ist das die Vorentscheidung?
bei den Zahnbürsten. Ist das der zweite Sieg bei Schlag den Besten für Olympiasieger Matthias Steiner? Es sieht ganz danach aus. Er steht gleich bei 20.000 Euro und spielt weiter. Und zwar jetzt. Wenn er denn weiter spielt. Schön, war das eigentlich toll. Ja. Ich bin begeistert. Mama mia. Kann ich die mitnehmen als Geschenk? Ich habe keine zu Hause. Das glaube ich nicht. Für die Gäste. Für die Gäste? Ja. Kriegst du zwei Gäste gleichzeitig. Leider kleiner Flüchtigkeitsfehler am Anfang. Du warst vorne tatsächlich und dann fällt dir da blöd, da warst du dann zu hektisch. Ja. Immer tut mir Hektik. Leid. Ich glaube, sie haben mir auf den Arsch geguckt. Ach, kann ich ja gar nicht. Also du hast aber auch Gesäßmuskeln, mein lieber Mann. Das muss ich auch mal so sagen. Ja, du bist leider im Moment die Erste, die in unserer Losers Lounge Platz nehmen wird. Evelyn Bodecki. Da haben wir eine gute Leistung von Bodecki. Da gibt es nichts zu diskutieren. Sie hat das Zeug zum Publikumsliebling. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie in dieser Show noch mal wieder. Wir haben das in den vergangenen Wochen bei Schlag den Besten erlebt. Was haben wir hier nicht alles erlebt? Aber sie hat das Zeug dazu. Ich hatte so den Eindruck, wenn ich so um mich rum geguckt habe hier, die Leute mögen sie.